Im Internet kann man sich in Zukunft keine Kopftücher von HC Strache kaufen. Genau das wäre nämlich der Plan eines jungen Innsbruckers gewesen. Er wollte über die Homepage hcstrache.at einen schwungvollen Handel aufziehen. Da hat er die Rechnung aber ohne den FPÖ-Chef gemacht. Der ließ sich das nämlich nicht gefallen und hat den jungen Mann kurzerhand geklagt. Heute Morgen am Landesgericht in Innsbruck. So viele Zuseher gibt es hier bei einem einfachen Zivilprozess selten. Danke fürs Kommen. Der sich bedankt, ist David Bried. Vor wenigen Wochen kaufte er die Domain hc-strache.at. Also ich habe die Domain hc-strache.at gekauft, habe gesagt, ich schalte dann dort einen Webshop für Kopftücher online. Der war nie einsatzfähig, der Shop. Trotzdem hat es gleich relativ viel Widerstand gegeben. Ich habe dann gleich eine Klage von Herrn Strache erhalten. Und ja, jetzt haben wir das Ganze auf dem Rechtsweg ausdiskutieren müssen. Doch diesen Weg muss er heute nicht alleine gehen. Zahlreiche Unterstützer sind gekommen. Politisch natürlich gesehen, finde ich, man muss dem Ganzen ein bisschen Einhalt gebieten. Und ich habe die Aktion vom Dave ziemlich cool gefunden. Die Aktion, was er da gerissen hat, finde ich wahnsinnig stark und habe es sehr, sehr lustig gefunden. Und jetzt haben wir gedacht, ich komme da her und schaue mal an, was da schlussendlich rauskommt. Rausgekommen ist erwartungsgemäß ein Vergleich. Bried verstößt gegen das Namensrecht. Die Seite muss offline bleiben. Die Domain gehört aber weiterhin ihm. Ich bin relativ zufrieden. Eben vielleicht hätte ich davor ein paar rechtliche Sachen abklären können. Aber im Endeffekt denke ich mal, solche Aktionen leben auch davon, dass man ein bisschen am Anfang schon mal über das Ziel hinausschießt. Weil wenn ihr das jetzt alles extrem safe macht, dann geht ja irgendwo ein bisschen der Witz daran verloren. Der Witz kostet Bried vermutlich ein paar tausend Euro Anwalts- und eventuelle Gerichtskosten. Geld, das er entweder alleine oder mit Hilfe von Veranstaltungen auftreiben will. Die Aktion habe sich dennoch gelohnt. Die Klage von Heinz-Christian Strache hat sich Bried sogar golden eingerahmt. Die derzeitige politische Lage ist einfach so angeheizt und verkrampft, dass es sehr dringend notwendig war, ein paar Lacher dazu zu sehen. Heinz-Christian Strache selbst ist erwartungsgemäß nicht zur Verhandlung erschienen. Sein Anwalt sieht's gelassen. Sagen wir mal so, wir konnten das Ganze mit einem Vergleich auch ohne ihn heute gut regeln. Auf hc-strache.at wird es jedenfalls keine Kopftücher zu kaufen geben.